So Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Jetzt, wo wir endlich einen Brückenschalter haben, können wir ja mal schauen, was sich da unter dem sogenannten Namen Bunker verbirgt und ob wir da wirklich etwas finden. Dann würde ich schon mal sagen, ziehen wir los, ziehen uns das rein und schauen mal, ob wir was finden. Mission beendet. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Das Ich werde hoffen wir von nicht. denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie Hai oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Nichts Gutes. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Okay. Wählen wir erstmal den Weg Wenn aus. du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Keks ist doch lecker. Würde ich doch mal vorschlagen, Keks. Auto, ich brauche ein Auto. Irgendein Auto, ah, da, der. Ja, so ein Minivan-mäßig. Gepaart mit Jeep. Oh, Musik aus. Na Leute, braucht ihr das Kleingeld? So. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Warum so laut? Muss das denn sein? Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam. Hast du schon mal gesagt? Oh Mann. Hast du jetzt sogar schon die Audiodateien hier im Spiel aufhängen oder was? Egal. So. The Loop. CTOS verbunden. Cool. Auf zum Bunker! Bunker, Bunker, Bunker! Die letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Das ist cool. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Ist doch egal. Hauptsache, sie schützen mich. So, Platz da. Was ist da? Ja. Jawohl, wer braucht schon eine Ampel? Wo? Oh. LKWs, LKWs. So. Aus dem Weg. Autsch. Sorry. So. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind wieder da. Ein fast leeres Plätzchen. Das hört sich eigentlich nicht besonders gut an. Nicht besonders gut hier. So, Mission annehmen. Wir wollen ein neues Versteck. So ein Bunker wäre ein gutes Versteck. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Oh ja. Familie ist heilig. Ja. Erreichen Sie die Bunkerinsel. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. So, aktivieren. Oh, da sind sogar noch andere Dinge zum Aktivieren. Noch zwei. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal den einen hier. Dann haben wir einen Profiler raus, falls hier sich jemand versteckt, damit ich ihn direkt scanne. Wir wollen ja keine bösen Überraschungen hier haben. Hallo? Motorrad.
schon gedacht, es wäre ein Kerl. Ich werde langsam paranoid. Aktivieren, da oben. Cool. Wie komme ich da hoch? Abgefangene Audiodatei, das ist immer gut. Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Komm ich nicht drüber. Dann bist du jetzt dran. Nur eins. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby auch. Darüber komm ich auch nicht, denke ich. Bitte. Schauen wir, was ich hier so hab. Hallo? Hallo? Nirgendwo Eingänge hier. Sag mal, wie komme ich denn da rein? Leute. Leute. Die Tür, das ist auch zu, ja. Ist klar, ist verrammelt, da komme ich sowieso nicht rein. Hier ist aber auch keine Sprungschanze oder so, wo ich dann vielleicht da drüber springen könnte über den Zaun. Ja, geht auch nicht, da hochzukrabbeln. Die Kamera ist wohl nur eine Zeichnung. Ein bisschen weiter rumrennen oder so. Da haben wir doch was. Aber was bringt mir ein Lift da? Ich komme eh nicht auf diese Seite. Mein Gott. Ich muss mal wieder eine Trinkpause machen hier. Bleibt mir ja die Luft weg. So. Muss er irgendwie da rüberkommen? Das gibt's doch nicht. Okay, mal schön durch den Busch gerannt hier. Kein Kratzer bekommen. Ich glaube, wenn ich da reinkommen bin und das Ganze aktivieren konnte, die anderen zwei, denke ich, gibt kein Problem oder so im Vergleich dazu. Stimmt, weil dann habe ich ja bestimmt den Dreh raus oder so. Und dann geht das. Na, wie komme ich da nur rein? Da hoch? Nein, drüber springen geht auch nicht. Da dran springen auch nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, das ist sowas wie eine Brücke darüber. Glaube ich. Vielleicht soll ich auch die anderen da hinten zuerst machen. Leute. Habt ihr vielleicht eine Idee? Vielleicht soll ich einfach mal das Motorrad ausprobieren. Aber andererseits, wo soll ich denn da großartig rumfahren? Das ist schon geil, so ein Offroad-Ding hier. Und da runter, Da ist auch tatsächlich auch so ein Aufzug. Na gut, gehen wir gleich auf den Aufzug. Hacke den Lift, komm! Juhu, es geht vorwärts! Endlich geht's wieder vorwärts! So, jetzt bitte nach oben. Ui, was war das? Der klärt nicht mal von alleine auf eine Leiter. Okay. So. Okay, hier geht es nicht weiter. Da drüben. Nein, da geht es auch nicht weiter. Ich muss also irgendwie da oben rein. Da ist zwar eine Tür, aber die ist verschlossen. Leuchtet ein rotes Licht. Oh Mann. Sprachprobleme schon hier. Ja, trinken wir echt eine Alternative. So. Ist
ja bestimmt, ich muss irgendwie das hacken hier. Doch wie? Die Sonne geht schon unter, Leute, hier. Muss ein bisschen Gas geben. Ist immer schön, der Sonnenuntergang. Schön romantisch. Oh, wie romantisch. Oh, finden Sie mit Hilfe des Profilers einen Weg, die Generatoren zu erreichen? Ja. Wäre schon cool. Eine Kamera. Noch eine Kamera. Mit der müsste ich dann da hinten hinkommen. Entriegeln. Ja. Das klingt doch gut. Jawohl. Sprengen. Au. Das findest du lustig, oder wie? Okay, muss ich auch irgendwas checken? Nein, okay. Kann ich direkt aktivieren. So. Noch zwei. Noch zwei Generatoren, Leute. Das wird ein Spaß. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Bloom wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir okay. Sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. So. Nach unten. Das dauert mir viel zu lang. Wir wollen ja nicht die Folge hier unnötig in die Länge strecken. Jawohl. So, jetzt rüber zum nächsten. Lauf, Junge, lauf. So. Wir sagen links zuerst was. Bis am nächsten. Sparen wir uns 40 Meter. So. Wie komme ich jetzt da? Ja. Nein, da geht schon mal nicht. Okay. Ja, du, einfach mal den Träger runterfahren, wa? So, runter. So. So. Dann benutzen wir das Ganze wie so einen Fahrstuhl. So. Ist irgendwie da hinten hin. Okay. Und darüber kann ich ja schon mal knicken. Da. Ah, nein, komme ich auch nicht weit. Oje. Oje, oje. Da ist doch eine Leiter. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Komm. Greif die Leiter. Okay. So war das nicht geplant, da hochzukommen. Au. Oh. Ich glaube nicht, dass das gerade der offizielle Weg ist. Aber andererseits sieht es aus, ob man da gut hinkommen wird. Also warum nicht, wenn es funktioniert? So, Kamera. Hier ist bestimmt auch wieder irgendwo eine Kamera. Nur wo? Wo sitzt sie? Da sitzt eine. Ja. Oh, schon entriegeln. Okay, das war's ja schon. Das ging ja flott. So. Und hier raus, jawohl. So, da unten muss ich hin. Da unten muss ich aktivieren. Ja. Schönen Aufzug nach unten nehmen hier. Ja, der ist ja genauso langsam. Aber ich halte es aus. Nein. Nein, nein, halte ich nicht. So. Aktivieren. Ja. So, noch ein Generator. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich's vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will. So. So wie die Briefmarkensammlung sehen. So, auf zum letzten Generator und dann ab in den Bunker. So. Das ist das Problem, dass wir das Tor nicht aufkriegen hier. Ich hacke das Tor. Das sind Träger. So, sind hier auch irgendwo Kameras? Ein Kran. Na, Kran. Was grenzt du so schön? Das ist echt keine Kamera hier. Wie soll ich denn da unten rein? Nein, ist keine Kamera. Fahr mal runter hier. Eine Kamera. Yay. Komm ich auch nicht rein. Sagt mal, Leute. Noch eine Kamera. Träger hoch. Tada. Ja. Das nenne ich mal schön verwinkelt. Nein, Gott, macht das Spiel einen Spaß. So. Bestimmt den Kran benutzen, um rüberzukommen oder so. Tun wir da rüberfahren lassen. Okay. Ja. Mhm. Ja, nicht zu hoch fahren. Okay. So. Jetzt muss ich da hinten hin. Muss ich nochmal was hacken? Nö. Das ist gut. So, und Nummer 3. Das sollte reichen. Yeah! Schalten Sie die Generatoren ein. Betreten Sie den Bunker. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Denn das war's jetzt schon. Also, macht's gut. Haut rein.